glaube, dass man Heimat erst schätzen kann, wenn man mehr als eine hat oder wenn man sie schon mal verlassen hat. Fulbert Stefensky, Theologe, Mönch, Familienvater, Katholik, Protestant. Er ist ein Mann der Gegensätze, der vielen Heimaten. Wie fühlt es sich an, den Predigtpreis für sein Lebenswerk zu erhalten? Man hat das Gefühl, dass die Leute denken, jetzt haut er bald ab, jetzt stirbt er bald und dann kommt der Preis fürs Lebenswerk. Aber es ist natürlich sehr schön und ehrenvoll. Stefensky wuchs als Katholik im Saarland auf. Da hieß er noch Edmund und hatte viele Sommersprossen im Gesicht. Seinen Vornamen Fulbert bekam er, als er Mönch des Klosters Maria Laach wurde. Er verließ die Gemeinschaft, der Name Fulbert blieb. Er heiratete die protestantische Theologin Dorothee Sölle, wurde Vater, konvertierte zum evangelischen Glauben. Ich bin allmählich hineingewachsen in diese andere Tradition, in diese anderen Lieder, in diese anderen Formen des Gottesdienstes. Und ich finde sie schön. Habe gelernt, Paul Gerhardt schön zu finden. Ich habe aber nicht vergessen, den gregorianischen Choral schön zu finden. Der Theologe fühlt sich in beiden Konfessionen zu Hause. Die katholischen Rosinen naschen, so nennt er seine Liebe zur katholischen Frömmigkeit, besonders zu den Liedern und Ritualen des Alltags. Die Tradition fruchtbar zu machen und in diesem Weinberg zu ernten, das gelingt Stefensky sowohl auf der katholischen wie auf der evangelischen Seite. Ich finde gerade in glaubenskargen Zeiten, in denen wir leben, es ist sehr schön, dass ich etwas habe, wofür ich nicht ganz verantwortlich bin. Also ein Psalm zum Beispiel oder das Glaubensbekenntnis. Das haben mir die Toten vorgewärmt mit ihrem Glauben. Das Romero-Haus der Bethlehem-Missionare in Luzern ist zum geistlichen Zuhause des Religionspädagogen in seiner neuen schweizerischen Heimat geworden. Hier findet er seine Themen vor, ganz ohne denkerische Enge oder autoritäre Struktur. Im Romero-Haus halten sich Themen noch sehr lange, die in deutschen Akademien schon nicht mehr, banal gesagt, ziehen. Also Gerechtigkeit oder feministische Themen oder AIDS oder Landraub als ein wichtiges Thema. Es ist ein guter Ort. Es muss nicht nur gute Menschen geben, es muss nicht nur gute Christen geben, es muss gute Orte geben. Es muss Orte geben, an denen man erwartet, dass bestimmte Themen vorkommen. Ein guter Prediger muss vom Geist der Heiligen Schrift durchdrungen sein. Davon ist Stefensky überzeugt. Ein eigenes, spirituelles Leben ist dabei unabdingbar. Doch nicht das Abkanzeln und Moralisieren zeichnen eine gute Predigt aus, sondern vielmehr der Dialog. Die Predigt ist eigentlich wie eine Höhle, in der die Leute umherwandern und weiterbauen an dem, was gesagt wird. Sich etwas raussuchen, was für sie wichtig ist, und das andere getrost fallen lassen. Die Predigt ist nicht nur ein Einbahnunternehmen, sondern wenn sie gut ist, können die Leute damit arbeiten und weiterbauen. Tee aus dem eigenen Garten. Stefensky mag es, sich den Dingen unmittelbar zu stellen, ihnen auf den Grund zu gehen. Werden und wachsen sind bei ihm noch lange nicht abgeschlossen. Vielleicht wachsen im Alter zwei Dinge. Einmal der Zweifel. Man fragt sich ja manchmal, wie das mit dieser Welt und dem Leben gedacht ist und wo Gott bleibt, die alte Frage der Psalmen. Man fragt es nicht nur spielerisch, sondern ernst. Und das Zweite ist im Alter nochmal der Versuch, alles zusammenzubringen, im Lob, im Dank und den Namen Gottes zu nennen. Ist eine schöne Gespaltenheit. Geistige Offenheit und wachsames Hinschauen auf die Wege Gottes mit den Menschen. Vielleicht ist das die wahre Heimat des Fulbert Stefensky.